So, hi, da bin ich wieder zu einer weiteren Borderlands 3 Weapon Show und heute habe ich für euch mal wieder eine Schrotflinte und zwar den Iceburger. Ja, es hat was mit Hamburgern zu tun. Der Flavortext sagt ja schon bereits, 90% des Geschmacks sind unter dem Brötchen. Die Flinte kommt im Feuerelement daher und die Geheimfähigkeit ist, sie teilt auch Eisschaden aus. Das liegt daran wegen der Soße, wisst ihr, Burger heißt Soße kalt und so. Sie teilt sich einen Waffenskin mit dem Redistributor, mit Fabbert und mit dem Tankman Shield. Sie waren also mal wieder sehr innovativ, was das Skin angeht. Diese Waffe könnt ihr ausschließlich von Fleischklopfer bekommen. Mayhem dürfte eigentlich vollkommen egal sein. Fleischklopfer ist so ein Miniboss aus dem neuen Rache der Kartelle Event. Und ja, der hat das zumindest für mich gedroppt. Und jetzt testen wir das Ding mal aus. Ich bin nochmal flüchtig drüber gegangen. Und das Ding schießt natürlich Burger. Ja. Das werdet ihr gleich sehen. Moment, kann ich das einfangen? Kann ich einfangen? Ja, Mensch, das sieht man doch ein. Hier, es schießt Burger. Und ihr seht, es ist Eis- und Feuerschaden. Und die Burger explodieren. Also, seht ihr? Die Flinte von sich aus macht Feuerschaden. Die Burger, wenn droppen, explodieren sie und machen Eisschaden. Wir haben jetzt übrigens ein badass Flammenwerfer-Schwergewicht. Also hier fällt bei mir ein komplettes Element weg. Nicht wundern. Deswegen ist er ein bisschen umständlich zu killen. Ich gehe mal auf seinen. Oder auch nicht. Bleiben wir so. Er will aber auch nicht einfrieren, ne? Stirb! Also Feuergegner sind ein bisschen, die sind ein bisschen eklig, wenn man das so sagen kann. Aber alles andere, easy. Wisst ihr, was auch easy ist? Meine Munition, die ist nämlich weg. Ich darf jetzt erstmal schauen, dass ich irgendwie wieder an Muni komme. Also, alles in allem. Es ist eine Fun-Waffe, sind wir ehrlich. Sie schießt halt Burger, die explodieren und Eis-Damage machen. Kann man jetzt, ne, ich meine vom Damage her, es gibt Besseres. Ich schwitze nicht mal. Aber sonst ist schon ganz lustig. Mal wenigstens was anderes, aber beim Skin hätten sie sich ruhig. Da gibt's doch schon eine Waffe, die Burger schießt. Warum haben sie nicht einfach den Skin genommen? Die andere benutzt wirklich keine, die hier die Burger schießen kann. Da wird der Skin jetzt nicht verschwendet gewesen. Hi. Tja. Der Eisburger halt, ne? Bosse und so. Lass ich mal außen vor, weil man sieht, ich habe hier schon ordentlich mit normalen Gegnern zu tun. Tja. Na gut, das wäre es gewesen, ne? Der Iceburger, eine momentan zeitlich exklusive Waffe, die ihr halt eben nur in einem Kartell-DLC bekommen könnt. Und sonst vom Aussehen her ist es halt einfach eine ganz normale Hyperion-Schrotflinte. Nur der Skin macht es halt einfach hervorstechend. Na gut, das wäre es dann von mir gewesen. Ihr wisst, wo ihr sie herbekommt. Fleischklopfer ist ein Random-Spawn der Boss-Enemy, also der kann überall auftauchen, soweit ich das weiß, im DLC. Also kann ich euch leider keinen genauen Standort sagen. Da müsst ihr gucken, wo er für euch auftaucht. Ansonsten wäre es das dann von mir gewesen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.